herzlich willkommen bei Cookie in NLC. Ich nehme euch mal mit in meine kleine Werkstatt. Hier ist unser Kraten EXP. Und was haben wir bei unserem XTR neu? Bei unserem XTR ist jetzt vorne hinten überall die RPM-Lenker drin. Dadurch ist er wieder, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, ist er wieder gerade. Der hatte davor so eine Keilform. Weil die Original XTR, die haben andere Halterung für die Federbeine. Die gehen weiter zusammen, hier sind sie weiter auseinander. Dadurch kommt er so ein bisschen Talion-mäßig flach. Da werden wir jetzt gleich testen. Dann haben wir hier unseren guten neuen Motor, den Rocket Motor, 1720 kV, Mach 6 dran und ja, dann haben wir hier ein Titanium Servo 47 Kilo. Ansonsten ist der hier noch ziemlich stock und ist immer wieder im Test gegen den Punisher XTR. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann macht ihr ein Abo da und aktiviert die Glocke. So, alles klar, bis gleich. Ab zum Bäscherwügel. Ich habe halt hier eine kleine Bäscherfarm aufgebaut. Okay Leute, herzlich willkommen bei meinem Bäschhügel, Extreme Bash Test Center für RC Autos. Wir haben hier auf jeden Fall ein paar hundert Tonnen Erde, das sind ein paar Meter Hügel, dahinter sind noch ein paar, das seht ihr dann gleich im Video. So, ein paar Rampen. Mal testen wir mal, was der kann. Alles klar, ciao. Okay, Kraten EXP 6S hatten wir letztes Mal auf 6S. Da ist er sehr gefühlt übermotorisiert oder auch schwer zu handeln. Ich habe jetzt noch mal anderes Öl reingepackt. Vorne habe ich 50.000, Mitte 250.000 und hinten 30.000. Und jetzt gucken wir mal, ob er ein bisschen anders fliegt und sich da anders verhält. Ne? Ich bin ein bisschen gespannt. Ritzel drauf und da ist er auch hier echt definitiv untermotorisiert. Das war nochmal ganz knapp ein Frontflip. Wow, super geil noch gefangen. Yes. Der hintere Diff ist auf jeden Fall wieder Fratze, aber gut. Scheiß drauf, jetzt fahr ich. Ups. Jetzt fahr ich, bis es nicht mehr geht. Und dann gibt's neu. Aber auch wirklich böse an. Ah, sorry. Auf jeden Fall hinten das Diff. Er hat nicht mehr Kraft. Er hat keine Kraft mehr.
Boah, dieses Netz hier, ne? Geht mir auch hart auf die Eier, aber sonst buddeln mir die Hunde halt immer wieder die schönen Berge kaputt. Auf jeden Fall schon mal danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn ich hier so geile, große Mega-Hügel aufbaue und dann dementsprechend alles Mögliche an RC-Autos, was ich so in die Finger kriege, sozusagen, ja, auf Herz und Nieren zu prüfen, wie der Norddeutsche so schön sagt. Alles klar. Okay, Motor, würde ich sagen, hat so um die 60 Grad bestimmt, aber der hat keinen Lüfter und wir haben 25 Grad Außentemperatur. ESC, da ist gar nichts, der ist kühl. Servo funktioniert einwandfrei. Schöne Titan-Servo, jo. Querlenker, heile, alles heile, 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 Chassis, Bumper, gerade. Ja, soweit so gut. Nur was halt eben nicht mehr so heile ist, ist das hintere Diff. Aber wie gesagt, ich glaube, diese scheiß Diff-Probleme, das ist so das, was glaube ich jeder hat irgendwie. Zumindest habe ich da mit jedem Auto schon zu tun gehabt, außer mit dem X-Men. Auf Holz klopfen. Scheiße, kein Holz da. Egal, Boden. Der hat ehrlich gesagt noch nie Diff-Probleme gemacht, aber die normalen 1-8er Bäsche, ob Coralli, ob Arma, ob wer auch immer, die haben alle irgendwie immer mit dem Diff früher oder später ein Problem. Naja, kriegen wir auch gefixt und dann bauen wir das Baby nochmal um und packen da vielleicht doch entweder nochmal einen dicken Motor rein oder nochmal halt ein deutlich größeres Ritzel, da war jetzt ein 16er Ritzel drauf. Alles klar, bis demnächst, auf Wiedersehen. Ach ja, Arma und Coralli liegen übrigens jetzt punktegleich. Also der Coralli hatte das Diff als erstes kaputt, jetzt hat der Arma es auch kaputt. Die haben sich in den Competitions im Prinzip jeweils immer abgewechselt, wer überlebt hat. Und ja, jetzt momentan ist Punktegleichstand. Und wenn ihr da mehr von sehen wollt, dann guckt bei mir auf den Kanal und ja, hinterlasst ein Abo und aktiviert die Glocke.